Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen XXL-Haul für euch, einen Fashion-Haul, beziehungsweise ich habe mir auch ein paar Sachen bei TK Maxx gekauft und einen Teil bei Amazon. Ich denke, dass da einiges für euch dabei sein wird als Inspiration. Ja, der Frühling kommt, Gott sei Dank, und da sind wirklich ein paar richtig, richtig tolle Schätze mit dabei. Ich habe bei ASOS geshoppt, hier ist das Paket, dann bei Zara, so, Leonardo, und hier habe ich dann, wie gesagt, noch Sachen von TK Maxx. Und ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass ich für dieses Video nicht bezahlt werde, ganz klar. Ihr seht es auch immer unten in der Infobox, also ich wollte es nur einmal ganz kurz anmerken, nicht, dass da jetzt wieder Missverständnisse aufkommen. Und ich würde sagen, genug gequatscht, wir starten durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Also wir starten mit einem Schätzchen, das ich mir bei Amazon gekauft habe. Und das habe ich bei Instagram gezeigt. Unglaublich, wie viele darauf reagiert haben, beziehungsweise wie viele mir Komplimente für meine Haare gemacht haben. Also ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt nicht der Pro bin, was das Thema Locken betrifft. Also entweder, weil meine Haarstruktur so komisch ist, keine Ahnung, oder weil ich halt einfach keinen Plan habe, wie das geht. Jedenfalls ist es mit diesem Teilchen hier einfach nur genial. Man nimmt sich eine Haarsträhne und dann zieht sich das die Haarsträhne ein und lockt die. Und davor hatte ich eben so große Angst, aber alles überhaupt gar kein Problem, total easy und mega, mega gutes Ergebnis. Richtig schnell kann man damit ganz, ganz tolle Locken zaubern. Also für alle die, die damit auch Probleme hatten, so wie ich, probiert es einfach mal aus. Richtig genial, verlinke ich euch unten in der Infobox. Sowie alle Produkte, die ihr hier seht heute in diesem Video. Also ich versuche es, sodass ihr dann nicht lange danach suchen müsst. Dann machen wir weiter mit TK Maxx, und zwar habe ich mir dieses wunderschöne Teilchen hier gekauft. Es ist so ein Körbchen, und zwar wollte ich das bei uns in die Gästetoilette stellen, oben auf die Fensterbank, damit man dann die kleinen Handtücher reinpackt und halt hier noch so ein paar Utensilien. Fand ich richtig schön von der Verarbeitung, von der Farbe, und dafür habe ich 14,99 Euro bezahlt. Also bei TK Maxx kann man ja oftmals Schnapper machen. Manchmal findet man alles Mögliche und manchmal findet man gar nichts. Ich habe an dem Tag tatsächlich zwei richtig tolle Sachen gefunden. Eben dieses eine Körbchen und dieses wunderschöne Teilchen hier. Da habe ich mir gedacht, dass ich Liams Spielsachen reinpacke. Er hat sich tatsächlich schon was rein hier. Das wollte ich neben den Laufstall stellen. Da sind unten nämlich immer ganz viele Spielsachen verteilt und ich habe da zwar so einen kleinen Karton hingestellt, sieht aber nicht so schön aus. Und dieses Teilchen hier finde ich richtig genial. Also die haben ganz, ganz tolle Aufbewahrungen eben für Spielsachen. Eigentlich war das eher für schmutzige Wäsche, glaube ich. Also da gestanden in dem Regal, aber ist völlig egal. Mir gefällt es richtig, richtig gut und dafür habe ich 9,99 Euro bezahlt. Machen wir jetzt mit Zara weiter. Oh mein Gott. Also das war auch wieder so ein Ding. Entweder ich gehe in Zara rein und finde alles Mögliche, was mir super gut gefällt, oder ich finde nicht mal einen Teil. Und an dem Tag war es so, dass mir alles Mögliche gefallen hat. Ja, leider. Also, starten wir mit der Online-Bestellung und dann zeige ich euch, was ich im Laden gekauft habe. Und zwar habe ich mich unsterblich in dieses wunderschöne Kleid hier verliebt, eben ideal für den Frühling. Hier ist ein großer Gürtel mit dabei und die Farbe, die ist einfach so, so schön, so elegant, aber auch sportlich. Das ist einfach so, so wunderschön und ich habe mir dazu dann im Laden diesen Cardigan gekauft. Oh mein Gott, wie schön ist der bitte von der Verarbeitung, von der Farbe. Das ist einfach so, so passend, wie ich finde. Und das meinte ich, dass man das Kleid eben elegant tragen kann oder eben auch sportlich. Ich habe mir dazu auch noch Schuhe gekauft, eben auch bei Zara. 59,95 Euro kosten die. Das sind ja so Wildlederoptik-Boots. Ich war mir ein bisschen unschlüssig, aber als Kombi fand ich es dann richtig, richtig genial. Und der Cardigan, da habe ich euch nicht den Preis verraten, 39,95 Euro. Ich habe jetzt S genommen. Eigentlich trägt man die ja eher oversize, aber ja, ich wollte dann einfach so die Kombi haben und mir gefällt es eben total gut. Dann habe ich mich auch noch in ein Oberteil verliebt, wobei da muss ich sagen, das hatte ich auch auf Instagram gesagt, dass das wahrscheinlich so eine Hassliebe werden wird.
Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, wow, ist mal was anderes. Aber es ist tatsächlich schon sehr, sehr speziell. Also nicht nur vom Stoff, das hat so ein bisschen was von einem Neoprenstoff. Es ist schon auch sehr fest und ich weiß nicht, ob man dann darin irgendwie schwitzt. Werde ich auf jeden Fall sehen. Ich fand die Kombi aber richtig, richtig gut mit einer Hose, die ich mir auch gekauft habe. Und ich fand diese Puffärmel einfach sehr speziell und einfach mal was anderes. Dafür habe ich 19,95 Euro bezahlt und wie gesagt, hier habe ich mir noch eine Hose mit dazu gekauft. Die war so, so angenehm zu tragen. Also als ich sie probiert habe, habe ich gewusst, okay, ich muss die haben. 19,95 Euro, da kann man auch echt nichts falsch machen. Die ist halt sehr, sehr figurbetont und sehr eng. Stretchy dennoch und eben, wie ich finde, sehr, sehr passend zu dem Oberteil. Und dann habe ich mir noch online eine Jeanshose gekauft, wobei da muss ich sagen, bei der Online-Bestellung, das war eher Frustshoppen, denn es war morgens um 4 oder nachts um 4, je nachdem. Ich hatte nämlich eigentlich nach einem richtig rockigen T-Shirt gesucht, ja, dass man so Oversize trägt mit einer Lederjacke, aber ich bin nicht fündig geworden. Also ich habe ein T-Shirt gefunden, zeige ich euch gleich, aber ja, wie gesagt, morgens um 4 musste es dann auch diese Jeanshose sein. Die habe ich mir auch schon anprobiert. Richtig, richtig schön. Auch von den Details, die hier noch mit dabei sind. Das ist auch sehr speziell, auch hier unten am Ende. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür habe ich bezahlt 29,95 Euro. Geht auch voll klar für so eine Hose. Und dazu habe ich eben dieses T-Shirt gekauft. Das sieht so aus. Wie gesagt, hat jetzt eigentlich nichts mit rockig zu tun, aber doch irgendwie speziell und gefällt mir auch sehr gut. Das kostet 15,95 Euro. Das habe ich in zweifacher Ausführung gekauft, weil ich einfach mal wegen der Größe schauen wollte, wie es eben passt. Wie gesagt, ich wollte Oversize nehmen und es passt schon sehr gut. Es ist schon sehr weit. Und dann habe ich mir online eben noch ein Kleidchen mitbestellt. Das ist dieses hier in Weiß. Richtig, richtig schön von der Verarbeitung. Super hochwertig. Ganz, ganz schön gemacht hier mit diesen ja, Stickereien, will ich jetzt mal so sagen. Und gerade für den Frühling jetzt, wenn die Sonne rauskommt und ach, ich freue mich schon so riesig drauf. Das kostet 49,95 Euro. Bei dem anderen Kleid habe ich euch, glaube ich, gar nicht den Preis gesagt. Aber wie gesagt, ich verlinke euch sowieso alles unten in der Infobox, damit das Video jetzt nicht zu lange wird. Ja, und dann machen wir weiter mit einem anderen sehr, sehr speziellen Teilchen. Ich bin so verliebt, wirklich. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut euch diesen Shop an. Es ist der absolute Wahnsinn. Und zwar ein Jumpsuit. Ich habe den auch in Grau, allerdings mit Ärmel. Und der hier ist jetzt ohne Ärmel. Den könnte man auch off-shoulder tragen. Das ist so, so was Besonderes, wenn ihr sowas im Schrank habt, wirklich. Es ist aus Bambus. Es ist ultra weich. Es ist sehr, sehr nachhaltig, denn für Bambus werden nämlich keine Wälder abgeholzt. Ihr habt direkt ein komplettes Outfit, also sprich, ihr habt ein Teil und seid komplett angezogen, habt was Schickes, aber auch was Sportliches. Ich habe den Grauen in Italien mit meinen Adidas Sportschuhen getragen, aber auch mit High Heels. Sieht es wirklich richtig, richtig schön aus, mit einem Blazer zum Beispiel. Und Bambus ist ein extrem weicher, atmungsaktiver und reißfester Stoff und dadurch habt ihr eben super lange eure Freude damit. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das ist vom Online-Shop Lelün und ich habe dazu auch einen Rabattcode, 35%. Ich glaube, auf jeden Fall schreibe ich es euch mal unten in die Infobox rein. Da habe ich mir noch dieses Oberteil hier bei Zara mitgenommen. Das fand ich auch sehr schön. Hier mit diesen Details am Ärmel. Goldene Knöpfe, ja, sehr schlicht, ne? Etwas figurbetont, aber für den Alltag ideal, richtig, richtig schön. Aber das kann man auch schick wieder kombinieren, ne? Mit einem Blazer und dann ist man auch schön angezogen. Wir machen weiter mit ASOS und zwar habe ich meinen Hut bei einem Blogger-Event liegen gelassen in München. Da habe ich mich total geärgert, denn der war nicht mehr aufzufinden. Ja, sehr schade, Schokolade. Und eigentlich finde ich ja, dass ich kein Hutgesicht habe, aber ich kann es nicht lassen. Ich muss mir immer Hüte bestellen bzw. kaufen und diesmal ist es dieser hier geworden. Ja, was soll man dazu sagen? Am besten nichts. Ja, dann machen wir weiter mit meiner ASOS-Bestellung, aber im Schnelldurchlauf. Und zwar habe ich mir ein richtig, richtig schönes Top noch gekauft. Ja, die kann man immer gebrauchen, gerade unter so Oversize-Pullis.
hier mit ganz viel Spitze. Sehr, sehr speziell finde ich das, auch hier hinten. Richtig, richtig toll und es war auch sehr günstig. Dann habe ich mir noch zwei von diesen Bandeaux Tops hier bestellt in weiß für unter die Bluse. Also hier, naja, ich möchte es jetzt nicht ganz zeigen, auf jeden Fall auch für unter einen Oversize Pulli. Ja, so BHs halte ich nicht in die Kamera. So, also dann dieses T-Shirt hier, ganz schlicht, einfach für den Alltag, wobei ich ja sagen muss, dass man solche T-Shirts auch total aufwerten kann. Also sprich, es kommt jetzt hier drauf an, welchen Schmuck man trägt, welche Jacke oder welchen Cardigan, dann ist das auf jeden Fall ein Top-Outfit. Eben auch zum Beispiel mit der Jeanshose, die ich euch gezeigt habe, oder einer schwarzen Hose. Ja, gefällt mir eben sehr, sehr gut. Die Oberteile, die müssen nicht immer so schreien. Also man kann auch mit schönen, schlichten Sachen ganz elegant oder eben sportlich aussehen, ohne dass sich jeder gleich umdreht und sich denkt, oh mein Gott. Dann habe ich mir noch Schuhe gekauft. Allerdings sind die leider nichts. Also ich habe mir die anprobiert und es ist wirklich sehr schwer, darin zu laufen. Ich wollte sie euch aber trotzdem zeigen und nicht vorenthalten, denn sie sind wirklich richtig, richtig schön. Und die waren auch reduziert auf 19,90 Euro. Deshalb habe ich zugeschlagen. Sehr, sehr schön, wenn man gebräunte Beine hat und dann eben die hier so hochschnürt, diese Teile, um es zuzubinden. Ganz, ganz toll, aber wie gesagt, für mich eher schwierig. Ja, hier habe ich dann noch ein weiteres Teilchen für unter die Oversize-Pullis. Finde ich eben auch sehr schön, wenn da irgendwie noch so eine Schrift zu sehen ist oder wenn irgendwie so ein bisschen Spitze noch rausschaut. Und genau, bei ASOS. Und jetzt zeige ich euch noch die wunderschönen Schätze von Leonardo. Oh mein Gott, das ist angekommen und ich war unten am Eingang gesessen. Ich konnte es nicht abwarten. Also ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt, weil die Sachen so, so schön sind. Ich habe übrigens bei Leonardo einen 15% Rabattcode, der das ganze Jahr gilt. Und jetzt Achtung, nein, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe nichts davon von diesem Rabattcode. Also ich werde nicht am Umsatz beteiligt, gar nichts. Ich habe einfach nur gefragt, ob es möglich wäre, denn ich habe normalerweise für verschiedene Kampagnen für einen gewissen Zeitraum einen kleinen Rabattcode, der dann eben nur zum Beispiel für 2 Wochen gilt. Aber ich habe einfach mal nachgefragt und mein Rabattcode, der gilt jetzt übers ganze Jahr. Heidi15 nennt er sich, glaube ich. Ich schreibe euch das einfach mal hier hin. Aber ich muss euch die Sachen unbedingt zeigen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Oh mein Gott, also wie schön bitte sind die Sachen. Also zum Beispiel dieses Armband oder Armkettchen hier mit diesen Perlen. Hier ist dann noch so ein kleiner Anhänger. Da ist eine kleine Hand mit drauf und oh Gott, das ist einfach so speziell und so wunderschön. Also das ist wirklich ein Hingucker für sich. Das Ganze kommt auch so an. So hier. Und dann, jetzt kommt ein absolutes Schätzchen. Was soll ich dazu sagen? Mir fallen gar nicht richtig die Worte dazu ein. Eine Kette mit einem wunderschönen Anhänger. Und das ist aus dieser Clip und Mix Reihe. Also das heißt, ihr könnt verschiedene Anhänger kaufen und könnt euch das dann an die Ketten so machen, wie es euch gefällt. Ihr könntet zum Beispiel auch ein Armband da dran klipsen, dann wird die Kette eben länger. Oder ihr tragt sie dann doppelt. Ihr habt da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen und ja, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich stehe voll zu den Produkten. Wie gesagt, das ist keine Kooperation, aber ich muss euch das einfach zeigen. Ich habe hier dann zum Beispiel eine Muschel. Ach Gott, die ist so, so schön. Das ist Rose Gold und das ist eben auch aus dieser Clip- und Mix-Reihe. Das werde ich mir an mein Armkettchen dran klipsen in Rose Gold und Ohrringe. Und jetzt kommt's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, die sind aus der Serie Rossella. Wie wunderschön sind die bitte. Also der absolute Wahnsinn. Und passend dazu habe ich noch was, beziehungsweise wartet mal, das ist noch das Armkettchen zur Kette. Etwas durcheinander heute dieser Haul. Ich werde ihn auch nicht schneiden. Es ist einfach authentisch, so wie gerade die Kamera mitläuft. Als würdet ihr hier bei mir sitzen und ich euch eben die Sachen zeigen. Wahnsinnig schön dieses Armkettchen. Und hier ist eben noch ein Anhänger aus der Clip und Mix Reihe und das finde ich eben sehr, sehr passend zu den Ohrringen, weil sich das so ein bisschen wiederholt. Also das war jetzt nur meine Idee. Das habe ich halt jetzt mir so gedacht und ja, ich finde die Kombi einfach wunderschön. Sehr, sehr schlicht zum Beispiel dieser Anhänger auf einer schönen, dezenten Kette einfach dran geklipst und oh mein Gott, ich bin schwer verliebt.
Ja, und das war es eigentlich soweit von den Sachen, die in den letzten Wochen so bei mir hier eingetrudelt sind, die ich mir gekauft habe, die ich euch einfach mal zeigen wollte, als kleine Inspiration für euch. Ich weiß, dass ganz, ganz viele sich das eigentlich auf Instagram gewünscht hatten, aber ich bekomme auch oft die Nachricht, dass ihr jetzt hier auf YouTube Instagram gar nicht installiert habt. Das ist ja eine kostenlose App, bei der ihr mir auch folgen könnt. Aber wenn ihr das nicht möchtet, bin ich auch überhaupt nicht böse. Warum sollte ich? Also, ne, gar keine Frage. Aber ich habe mir gedacht, für euch drehe ich es jetzt sehr, sehr gerne hier auch mal ab, damit ihr die Sachen auch mal in Nahaufnahme seht und damit ich euch eben auch gerecht werde. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich werde euch alles unten in der Infobox verlinken. Es sollte als kleine Inspiration für euch dienen. Ich habe ja auch ganz viel aussortiert. Ich habe ganz viel nach Italien gebracht, da haben sich meine Verwandten gefreut, meine Cousinen, meine Schwester vor allen Dingen. Und da dürfen jetzt eben auch wieder neue Sachen einziehen. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich hoffe, dass ihr auch so tolles Wetter habt wie wir. Wie gesagt, der Frühling kommt. Ich verspreche es euch. Früher oder später. Jetzt wünsche ich euch nur das Beste und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Ciao.